Moin meine lieben Leute, herzlich willkommen natürlich zu Outlast 2. Wir wurden gestützt vom Vater der Schwangeren, die ein Kind erwartete von Papa Knot und getötet wurden durch ihn. Und der, wo wir eigentlich die Story erwarten, also generell verfolgen. Oh mein Gott! Die laufen mir sowas von. Ohne Witz. Mit der Spitzhacke! Leute. Oh, hier, rein. Alter Schwede, die sind sowas von mir auf der Spur. Was ist denn mit denen los? Was sind das alles für Hinterwäldler? Und wo ist hier das Ende dieser Straße? Oh mein Gott, da kommt man rüber. Ja, weg, komm! Oh verdammt, wir sind in Marthas Gebiet. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wer war das? Maybe there's a way through the barn. Ich komme da nicht rein. Ich muss rennen. Oh mein Gott! Das ist ja noch einer! Ihr merkt meine Anspannung, oder? Also. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Oh nein, ich muss das Ding dahin machen. Jetzt komme ich zurück. Schnell. Hoch. Oh mein Gott, Alter. Ich finde das barbarisch gerade.
7. Januar. Drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zu verbergen. Chlorid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knot in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 weißen Kinder bei mir, welche nicht mich verzweifelt lieben. Wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, dies ist einst für so natürlich und selbstverständlich, wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben. Doch ich habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Ich habe schon wieder was vergessen. Das ist halt blöd. Das ist halt echt blöd. Ein Stacheldraht. Oh. Ein totes Pferd. Auch noch dazu. Diese Kranken. Das ist kein Mensch, ja? Das ist kein Förster oder so, der wo das. Oh. Es nicht mal irgendwelche Menschen hier in der Nähe gibt. Also es gibt doch immer Leute, die wohnen. Ah. Die sich um den Wald kümmern oder so. Ranger oder so in Amerika, ja? Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knut leitete meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von dem Wein. Von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich nicht sehen. Lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich mit deinen Wunden. Halte mich an dich und schütze mich von dieser Welt. Und bereite mich auf das Teufelsstunde in der Gemeinde Temple Gate. Auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Ja, das ist ja sehr poetisch gehalten, also das muss man schon mal gesagt haben. Aber da fühlt man sich gleich so hinein, Leute. Oh, oh. Überall tote Vögel. Was ist das? The teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Wird gerne mal gucken, wie There's gotta be a way back to the village. Drei Stück. Ich weiß nicht, drei Stück sind mir ein bisschen zu wenig. Ganz ehrlich, ich hatte in Outlast 1 ja so viele. Hier so gar nichts. There's gotta be another way. Ich muss also auf die andere Seite. Aber in dem Fall muss ich erstmal hier alles außen rum gehen. Während andere Geschöpfe auf mich warten. Oh. Ich muss mal kurz was gucken. Aua. Da, eine Batterie. Perfekt. Jetzt gehen wir rüber.
Haben wir wenigstens 4, ja? So ist schon mal schön. Ich finde, so muss es laufen. So. Wie bei tote Vögel. Und was heißt das eigentlich jetzt, dass es tote Vögel sind? Hat uns in dem Fall Gott nicht mehr lieb. Ist das Ende nahe? Oh, ja, es ist. Oh nein. Das ist so ein richtiger Höhlenforscher, Alter. Was soll das alles hier darstellen? Satan oder was? He said she did it to herself. He said he was protecting you. Höhlentempel. A church. No, no. Some kind of heretic temple. Das ist eine Batterie. Natürlich gehe ich hin. Oh Gott. Das war auf jeden Fall ein Tier. Wahrscheinlich eine Kuh oder so. Oder ne. Ah ne, es sieht mir ja nach Elch aus, oder? Ne. Sah jetzt gerade so aus so von hier. Ich bin echt geschockt, dass. Mir bloß nicht runter, Blake. Ich sag's dir. Ich sag's dir ganz ehrlich. Fall mir da nicht runter. Oh Gott, Alter. Wohin geht's denn hier noch? Ich dachte, die in der Irrenanstalt hatten lebendig gehäutet. Oh mein Gott. Ich dachte, die hätten schon schlimm. Weißt du, mit den ganzen Verbrennungen, mit den ganzen Narben, mit den Operationen und ach, was hast du nicht gesehen, ey. Das wird ja immer schlimmer. Alter. Wer von Brad Barrett, Alter. Die Entwickler von Outlast, Alter. Was haben die geschluckt? Haben die irgendwelche Psychiatrien? Ein kleines Mädchen gehangen. Feeling my teeth at the sound of scissors. Oh. Also gar nichts sehen, ja, außer hier ein Kreuz, weißt du? That has to be the chapel. Oh. The chapel. Okay. Aufpassen auf jeden Fall. Der wurde hart verprügelt. Ein Baum. Runtergeflogen, ey. War ja wahrscheinlich so gewollt. Oh nein, nicht noch mehr Käfige. Okay.
Alter, dieses Geräusch, dieses. Das finde ich echt beängstigend, wenn es auf einmal aus dem heiteren Himmel kommt. Genau das. 9. März, noch mehr tote Kinder. Knut sagt, in solchen Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind, all die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Aber Knut sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen, doch meine Träume sind als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache lachend erregt und feucht und Lust im Schlafe. Ich erwachte heute im Glauben vom Blut aus dem Hals eines Kindes besetzt. Benetzt zu sein. Die Nässe war meine eigene. Anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Visionen und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre Nachricht. Mehr und mehr. Doch sie ist nicht heilig. Oh Gott. Alles Vergewaltiger und kranke Pädophile. Mörder. Nekrophilie, Alter. Guck einmal da. Oder das ist so eine Milchkanne. Ach, hat er lebt. Der Papa Knut. Der ist verriegelt. Schon mal gut zu wissen. Sehen wir hier noch irgendwo was? Also ich bin ehrlich, ich habe echt. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt der noch mit Jesus, Alter. Kranker Fanatiker, Alter. Leveln. Papa Ezekiel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht, Süchtiger, Feigling, Vergewaltiger, Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mir mit dem Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns, jage uns, wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. Digga, was ist denn bei euch los? Warum schreibt ihr solche Texte? Komm zu uns. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Teufel hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Deine Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren vor dir, vor uns allen. Und du aufgeblasen, naiv, zu dumm, um zu atmen, dachtest, diese Visionen wären die Strafe eines ertönten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch. Welche Schmach. Mein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr. Und er zielt jeden Moment der Ekstase und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir nur, du wirst dich uns anschließen, denn unsere Liebe ist größer, als du es dir je vorstellen kannst. Wahr. War ein Knot. Man muss mal sagen, der Typ hat sie ja echt nicht mal alle. Oh. Jetzt kann ich hier viel, viel weiter weg machen. Also Leute, wir müssen aufpassen. Wir sind mitten in ihrem Dorf. Mitten unter ihnen. That might be an elevator. Oh. It's up there, isn't it? The power's cut off. Well, they've got to have a generator or something. Ah. Das heißt, ich muss mir diesen Weg merken.
Oh shit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Aber bitte, lieber Herrgott, lass mich hier leben. Lass mich einfach leben. Ich kann nicht. Ich möchte nicht so enden. Blockiert. Geht es nicht. Oh oh. Da ist noch jemand. Der ist gerade am Essen. Aber wir können hier alles außenrum gehen. Das ist schön. Oh oh. Warum musste ich jetzt hier gerade rein? Nur Notiz. Perfekt. Kapitel 6. Oh. Ach komm, das geht noch schnell rein. Also, dann wird die Folge immer ein bisschen länger. Kapitel 6. Erstens. Und seit sich die Kreatur sah und Gottes Klagelieder im Herzen trug, fragte ich, seid ihr die vier fremden Kreaturen, die Ezekiel gezeigt wurden? Zweitens. Und die Stimme kam aus dem Himmelszeit und sprach zu mir, Menschensohn, dieser Engel erscheint, Ezekiel, und auch dir. Denn eure Last ist die gleiche. Und drittens, und sprach der Herr, du sollst Ezekiel dieser elendigen Zeit sein und Mohammed ihrem auserwählten Volk und Noah der Flut des entflammten Blutes, die die Heiden und die Heideschristen und Pharisäer zerstören wird. Viertens, und wie du dir die vier fremden Kreaturen des Ezekiel und des Jonas und des Jesajas und des Daniels erblickt hast, erblicke ein Rand lebender Geschöpfe hier auf Erden. Fünftens, und das Bild dieser Räder und ihr Werk war wie das der Corona einer Sonnenfinsternis. Und die vier hatten ein Antlitz, und ihr Bild und ihr Werk war wie das eines Rades inmitten eines Rades. Sechstens, und die Ringe der Räder waren schrecklich und voller Augen, tausende Augen, keine einzigen menschlichen, schwarz und intelligent, glänzend wie die Augen einer Bestie auf der Schlachtbank. Siebtens, und wo die gesichtslosen Kreaturen hinsahen, da wandten sich die Augen der Ringe zu den anderen. Der Geister der Kreaturen war in den Rädern und der Geist der Räder war in der Kreatur. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Outlast. Ich würde sagen, bis bald. Get the elevator working.